Montag, der 22. August 2011 und damit herzlich willkommen bei unserer Sommerpresse. Die Themen, die die Zeitung am heutigen Morgen bestimmen, sind natürlich das wahrscheinliche Ende von Gaddafi in Libyen, aber auch der israelisch-palästinensische Konflikt, der erneut aufgeflammt ist. Wir beginnen auf der Titelseite der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und dort heißt der Leitartikel von Günter Nonnenmacher »Der Stolz der Araber« und beschäftigt sich mit der Situation in Libyen. Dort heißt es: Geweckt wird allerdings auch der Verdacht, dass es Umtriebe gibt, Verhandlungen im Hintergrund, Zugeständnisse an Stammesführer, Rivalitäten in der provisorischen Regierung, die nicht in das bei uns gern gepflegte Bild einer klaren Scheidung zwischen den Guten und dem Bösen passen. Für teilweise gewaltsam ausgetragene Konflikte zwischen verschiedenen Fraktionen der Übergangsregierung in Benghazi gibt es schon lange Indizien. Sie lassen vermuten, dass die libyschen Unruhen auch nach einem Abgang Gaddafis noch nicht zu Ende sein werden. Ähnlich verhält es sich in Syrien, wo die Assad-Dynastie um ihr politisches Überleben kämpft. Dem derzeitigen Regime in Damaskus muss niemand eine Träne nachweinen. Aber der Sturz der diktatorischen Herrscher ist in allen Ländern der Arabellion nur der erste, wenn auch wichtige Schritt auf einem langen und steinigen politischen Weg, dessen Endstation noch nicht in Sicht ist. Eines ist sicher: Ohne die Unterstützung der NATO wäre der libysche Aufstand von Gaddafi zunächst blutig erstickt worden. Das war den Einsatz westlicher Waffen wert. Aber die Freiheit zu erringen oder zumindest die Möglichkeit, das Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen, das kann den arabischen Völkern oder Stämmen niemand abnehmen. Dazu gehören auch die Opfer, auf die sie eines Tages, wenn das Blutvergießen vorbei ist, mit Recht stolz sein können. Auch die Frankfurter Rundschau beschäftigt sich in ihrem Kommentar von Daniel Haufler genau mit dem gleichen Thema unter der Überschrift »Demokratie für Libyen«. Die Strategie war riskant, aber sie ist aufgegangen. Die Luftangriffe der NATO haben den Rebellen gegen Diktator Muammar al-Gaddafi zum Erfolg verholfen. Wer hätte das vor ein paar Monaten für möglich gehalten? Als die Rebellionen in der arabischen Welt begannen, waren sich die meisten Experten darin einig, dass Libyen der letzte Staat sei, in dem ein Aufstand denkbar wäre. Und als die Proteste in Benghazi und anderen Städten begannen, dominierten die Zweifel an deren Erfolgsaussichten. Zu Recht. Denn Gaddafi schien entschlossen, die Proteste mit aller Gewalt niederzuschlagen. Dieses Massaker hat die NATO verhindert. US-Präsident Barack Obama forcierte den Einsatz und bestimmte die Taktik nur Luftangriffe. Ihm gelang es, ein breites Bündnis inklusive zahlreicher arabischer Staaten von dem Einsatz zu überzeugen, ja sogar die Vetos von China und Russland im UN-Sicherheitsrat zu verhindern. Libyen ist nun fast befreit. Doch das heißt noch lange nicht, dass hier demnächst Demokratie und Freiheit herrschen. Der libysche Übergangsrat ist schwach. Vielleicht zerfällt der Staat in Stammesterritorien. Die entscheidende Phase der Befreiung Libyens beginnt erst jetzt. Der Westen hat die Verantwortung für den Kampf gegen Gaddafi übernommen. Nun muss er auch dabei helfen, einen demokratischen Staat aufzubauen. Das ist schwieriger als bombardieren. Sehr schwierig ist auch die Lage in Israel und den Palästinensergebieten. Dort ist die Gewalt erneut aufgeflammt und auch ägyptische Grenzsoldaten sind zu Schaden gekommen bei israelischen Vergeltungsangriffen. Darüber heißt es dann in der Süddeutschen Zeitung: über das Ziel hinausgeschossen. Der Umgang mit dem postrevolutionären Ägypten ist gewiss nicht leicht für Israel. Niemand weiß, welchen Kurs Kairo letztendlich einschlagen wird nach dem Sturz des Despoten Hosni Mubarak. Doch jeder weiß, dass es besser für Israel kaum werden kann. Im ägyptischen Volk hat der vor mehr als 30 Jahren geschlossene Frieden nie Wurzeln geschlagen und jede neue Führung wird auch in diesem Punkt künftig mehr auf das Volk hören müssen. Für Israel bedeutet dies, dass im Umgang mit Ägypten derzeit äußerste Vorsicht und Sensibilität geboten ist. Gegen dieses Verbot aber hat die Regierung in Jerusalem nun grob fahrlässig verstoßen. Weiter heißt es dann: Wie sehr das die israelische Regierung erschreckt haben muss, ist an der eiligen Entschuldigung zu merken, die Verteidigungsminister Barak noch am Samstag zum Tod der Grenzwächter abgegeben hat. So schnell dreht Israel sonst nicht bei. Die türkische Regierung beispielsweise wartet immerhin schon mehr als ein Jahr auf eine Entschuldigung für den Tod von 9 Menschen, die von der israelischen Marine beim Sturm auf ein Handelsschiff für den blockierten Gazastreifen erschossen wurde. Und am Ende des Artikels heißt es dann: So ist es brandgefährlich, in diesen aufgewühlten Zeiten die Vergeltung für den Terrorangriff immer weiter eskalieren zu lassen.
Israel fliegt Luftangriffe auf den Gazastreifen, die Palästinenser feuern Raketen auf Städte in Südisrael. Seit Tagen schon schaukelt sich das hoch und kann sehr leicht außer Kontrolle geraten. Früher hat in solchen Fällen noch der alte Präsident in Kairo zwischen Israel und der Hamas vermittelt. Heute ist kein Vermittler in Sicht. Mit einem innenpolitischen Thema beschäftigt sich der Kommentar Anspruch verwirkt in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Es geht um das Verhalten der Linkspartei. Eigentlich eine gute Zeit für die Linke. Die Märkte spielen verrückt, Banker jonglieren weiter mit Finanzprodukten, die sie nicht verstehen, Bürger gehen auf die Straße. Und sogar Konservative und Liberale fragen, ob Marx nicht doch recht hatte. Wo also ist die Partei der kleinen Leute, die Antworten auf die Frage nach Gerechtigkeit in der Globalisierung hat? Die Linkspartei ist es jedenfalls nicht. Denn der Mensch und seine Rechte sind ihr egal. Man kann über die Ursachen debattieren, die zum Bau der Mauer führten. Aber wer noch nicht einmal in der Lage ist, sich vor den Opfern der innerdeutschen Grenze zu verneigen, hat jeden Anspruch verwirkt, für eine bessere Welt zu streiten. Die SED-Erben kommen von der DDR nicht los. Und die wohlhabenden westdeutschen Funktionäre haben nur die vom Tarifkartell genährte eigene Kaste im Blick. Die Führung der Linken verachtet das geschundene kubanische Volk im selben Maße, wie sie sich bei Fidel Castro anbiedert. Die Partei, die sich sonst von denen abgrenzen will, die sich devot den Wünschen der Wirtschaftsmächtigen unterwerfen, rühmt die Errungenschaften des Inselstaates als beispielhaft für viele Völker der Welt. Der Maximo Leader sollte die ihm gewünschte schöpferische Energie dazu nutzen, das Solidaritätsangebot der deutschen Genossen anzunehmen. In Kuba gibt es viel zu tun. Und jetzt wie immer der Blick in unsere regionalen Zeitungen. Dort geht es unter anderem um die Nachfolgedebatte für Kurt Beck, also für das Amt des Ministerpräsidenten in der SPD. Es geht um die Bombendrohung am Bad Kreuznacher Jahrmarkt und es geht mal wieder um den Nürburgring. Zunächst ein Blick in die Mainzer Rheinzeitung. Dort hat der Kollege Dietmar Brück einmal analysiert, warum denn die Nachfolgedebatte in der SPD bereits jetzt voll im Gange ist. Und zwar unter der Überschrift Beck-Nachfolge. Hering braucht den frühen Wechsel. Niemand weiß, wann der Countdown endet, aber jeder weiß, dass er läuft. Ministerpräsident Kurt Beck wird kaum bis zum Ende der Legislaturperiode regieren. Das scheint so sicher wie die tägliche Lagebesprechung in der Staatskanzlei. Weiter heißt es, diese Erkenntnis wirft große Fragen auf. Wer wird dem dienstältesten Ministerpräsidenten nachfolgen und wann? Nur noch zwei Bewerber sind im Spiel. Innenminister Roger Lewenz, SPD und SPD-Fraktionschef Hendrik Hering. Bildungsministerin Doris Ahnen, SPD, die lange sehr ernsthaft gehandelt wurde, ist ins Hintertreffen geraten. Bei aller fachlicher Wertschätzung, sie hat es verpasst, sich ein breites Profil als das der Bildungsministerin zu geben. Zudem ist die städtisch geprägte Intellektuelle kaum als volkstümliche Landesmutter vorstellbar, die händeschüttelnd durch die Lande reist. Sie hat den Plan aufgegeben, sagt ein Sozialdemokrat. Vielleicht denkt sie schon über Mainz hinaus. Im Weiteren analysiert Kollege Brück dann die beiden Kandidaten und stellt neben den Vorzügen von Hendrik Hering auch seine Nachteile heraus. Im Grunde hat Hering zwei Mankos. Erstens, sein Ehrgeiz ist zu unverhohlen. Er treibt ihn, provoziert aber auch parteiinterne Widerstände. Hering nimmt Dinge gern komplett in die Hand. Das stößt denen zuweilen bitter auf, die sich mit ihm auf einer Stufe fühlen. Manko Nummer 2, der Jurist kommt in der medial geprägten Öffentlichkeit nicht gut genug rüber. Er hat Schwächen beim Verkaufen seiner Politik. Hering wirkt introvertiert, artikuliert, manchmal verschwommen und vermeidet häufig Augenkontakt. Weiter heißt es dann über den Innenminister. Innenminister Roger Lewenz hingegen ist jemand, der Menschen spielend leicht für sich gewinnen kann. Er ist ein glänzender Selbstvermarkter, ohne unangenehm eitel zu sein. Lewenz kommt sympathisch rüber. Vor allem strahlt er jene warmherzige Bodenständigkeit und Offenheit aus, die die Rheinland-Pfälzer so sehr mögen. Und der Sozialdemokrat aus Lahnstein gilt als Liebling der Partei. Seine Machtbasis liegt im Parteirat, der tief in der Fläche verwurzelt ist. Der Kommentar in der Allgemeinen Zeitung beschäftigt sich mit der Kreuznacher Bombendrohung auf dem dortigen Jahrmarkt. Und zwar heißt es dort unter der Überschrift »Fatale Botschaft«, eine Ergreifung des Täters würde die erschreckende Botschaft der Bombendrohung von Bad Kreuznach wenigstens ein bisschen relativieren, die da lautet: Offenbar bedarf es nur eines Telefonanrufs, um eine ganze Region Kopf stehen zu lassen.
ein Klima ständiger Nervosität, in dem Teile des öffentlichen Lebens nur noch auf Abruf stattfinden, das ist der tiefergehende Schaden, den Urheber anonymer Bombendrohungen auf Dauer anrichten könnten. Der Polizei einen Strick daraus zu drehen, dass für sie im Zweifelsfall die Sicherheit vorgeht, ist der falsche Schluss. Im Gegenteil, sie verdient Lob für die unbequeme Entscheidung zur Räumung, ebenso wie Besucher und Schausteller Lob für ihr Verständnis und ihre Besonnenheit verdienen. Nichts als Verachtung gilt dafür denjenigen, die über soziale Netzwerke Horrornachrichten verbreiten und offenbar versuchen, eine Panik anzuheizen. Diese Leute darf man getrost als Trittbrettfahrer bezeichnen. Sie haben nicht weniger getan, als sich mit der Sache des Täters gemein zu machen. Ein echter Dauerbrenner ist der Nürburgring und darum geht es in der Allgemeinen Zeitung unter der Überschrift Lewens zuversichtlich bei Formel 1. Die Formel 1 hat nach Ansicht von Innenminister Roger Lewens, SPD, gute Chancen, auch künftig über den Nürburgring zu brausen. Die Rennstrecke ist in einem Top-Zustand. Bernie Ecclestone und andere halten sie für die attraktivste Rennstrecke in Europa, sagte Lewens. Außerdem gibt es nach Michael Schumacher heute weitere deutsche beliebte Fahrer, allen voran unser Weltmeister Sebastian Vettel. Diese Rahmenbedingungen geben uns ein sehr starkes Fund in die Hände für die Verhandlungen. Der Formel-1-Chefvermarkter Ecclestone berät mit Rot-Grün voraussichtlich ab September über einen neuen Vertrag. Ich bin zumindest optimistisch, dass wir diese Verhandlungen zu einem Ergebnis führen können, sagte Lewens. Ecclestone habe sich bei einem Gespräch optimistisch gezeigt, dass man sich finden könne. Ecclestone weiß, was finanziell in Rheinland-Pfalz anliegt und dass wir eine Schuldenbremse haben. Soweit der Blick in unsere regionalen Zeitungen. Was Sie diese Woche unternehmen können, erfahren Sie jetzt in unseren Veranstaltungstipps. Das Museum Ida Oberstein zeigt derzeit etwas ganz Besonderes. Ein Stück Originalstein vom Mond. Es wurde im Rahmen der Apollo-17-Mission 1972 von Astronaut Harrison Schmitt mit zur Erde gebracht. Der Stein ist über 3 Milliarden Jahre alt, wiegt 118 Gramm und ist Teil eines Originalsteins, der fast 6 Kilogramm gewogen hat. Die Leihgabe der NASA wird noch bis zum 19. Oktober in der Sonderausstellung Mondgestein von Apollo 17 zu sehen sein. Außerdem zeigt die Ausstellung auch noch ein Modell des Space Shuttle im Maßstab 1:20, das Modell eines Raumfahrtanzuges in Originalgröße und Meteoriten von verschiedenen Fundorten. Öffnungszeiten und weitere Infos auf museum-ida-oberstein.de. Blickpunkt Mensch, so heißt die aktuelle Ausstellung zweier Künstler in der Galerie Mainzer Kunst. Martina Alt-Schäfer präsentiert Zeichnungen und Druckgrafiken, Robert Metzges Terrakotten und Bronzen. Der Mensch ist im Blickpunkt beider Künstler. Ihre Arbeiten bestechen durch die handwerkliche Qualität. Das Streben nach Schönheit und Ästhetik und eine besondere Farbgebung finden sich sowohl in der Bilderwelt von Martina Alt-Schäfer als auch in den Skulpturen von Robert Metzges. Blickpunkt Mensch, noch bis zum 10. September in der Galerie Mainzer Kunst in Mainz. Infos auf mainzerkunst.de. Die Künstler Arvid Böcker und Friedrich W. Schmidt stellen zurzeit gemeinsam im Kunsthaus Frankenthal aus. Arvid Böcker findet seine Inspiration in der Natur und bringt seine Farbeindrücke mit Ölfarbe auf die Leinwand. Er trägt dünne Farbschichten auf, die sich lasierend überlagern. Eine besondere Tiefe und Brillanz des Farbmittels sind das Ergebnis. Friedrich W. Schmidt fertigt seine Bronzen mit Hilfe der Wachsfadentechnik an. Das Herstellungsverfahren entwickelte er während seiner Studienaufenthalte in Zentralindien, in intensivem Austausch mit einheimischen Metallgießern. All seine Bronzen sind Unikate. Die Ausstellung ist noch bis zum 11. September im Kunsthaus Frankenthal zu sehen. Öffnungszeiten und Infos auf kunsthaus-frankenthal.de. Im Rahmen des Internationalen Orgelsommers spielt am 27. August der Münchner Organist Gerhard Weinberger. Domorganist Beckmann, der auch Organisator des Orgelsommers ist, sagt:
Der internationale Orgelsommer möchte einen entscheidenden Beitrag zur Kirchenmusik, zur kulturellen Begegnung und zum internationalen Austausch in Mainz und über die Stadtgrenzen hinaus leisten. Die Organisten haben Programme gestaltet, die auf die mehrteilige Orgelanlage des Mainzer Doms und die große Akustik des Gotteshauses abgestimmt sind. Tauchen Sie ein in die Orgelkunst von Gerhard Weinberger. Am 27. August um 18 Uhr im Dom in Mainz. Eintrittspreise und nähere Informationen auf domorgel-mainz.de. Trutzige Ritterburgen, geheimnisvolle Klöster und die gigantische Dombaustelle. Das sind Orte, die Kinder von 4 bis 12 Jahren auf ihrer Reise ins Mittelalter im Jungen Museum besuchen. Warum waren mittelalterliche Könige stets auf Reisen? Welche Erfindungen wurden in Klöstern entwickelt? Und wie ging es auf dem Markt einer mittelalterlichen Stadt zu? Erforschen Sie das Mittelalter in der Mitmachausstellung Burg Drachenfels. Noch bis zum 29. Januar 2012 im Kindermuseum des Historischen Museums der Pfalz in Speyer. Eintrittspreise und Öffnungszeiten auf museum.speyer.de. Das war unsere Sommerpresse am heutigen Montag. Das ganze Team von Gutenberg TV wünscht Ihnen einen guten Start in die Woche und bis morgen. Tschüss. Yeah.